raus. Und wieder raus in die Mücken. So, wir gehen jetzt mal auf den Friedhof glotzen. Da noch alles okay ist. Die Geräuschkulisse ist ja auch krass. Alles voll mit Grillen. Nur man riecht es nur nicht, nee, dass hier gegrillt wird. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Vielleicht sind die Steine ja wieder da. Ah, die Kerzen stehen noch da. Die stehen noch, ne? Ja. Können wir wieder anzünden. Hast du Feuer? Du hast Feuerzeug. Ich hab Feuerzeug. Moment. Ja, Wasser drin, ja. Ja. Es scheint geregnet zu haben. Deshalb sind die Mücken hier auch so aggressiv. Mhm. Die ist trocken. Warte. Hm? Warum piept es? Keine Ahnung, ist schon wacker. So, da haben wir die Lichter wieder angezündet. Damit. Das Gemüll ist ausgegangen. Deswegen piept das. Okay. Warum geht der einfach raus? Keine Ahnung. Weil der Akku kaputt ist. Kaputt. Irgendeine Achse hat sich geblockt. Welche denn? Warte mal. Die hier. Okay. Habe ich nicht richtig aufgemacht. Warte, Moment. Die kriegen wir hin. So, die Achse war zu. Die ist offen. Und die ist offen. So, machen wir nochmal an. Akku ist halb voll, sollte passen. Gut. So, haben wir wieder Licht angezündet, damit die es hier schön haben. Das weiß ich auch noch nicht, woran das liegt. Manchmal aber nur. Ja. Und wieder ist die, hat sich hier was verstellt. Steine sind irgendwo sehen, weil hier liegen ja auch überall so Steine drin. Vielleicht hat hier jemand irgendwie anders hingelegt oder so. Aber. Sieht nicht so aus. Ne? So, ich kann jetzt hier nicht entdecken. Vielleicht hat es ja wirklich irgendwo jemand anders hingelegt. Da hinten laufen welche. Da hinten laufen welche.
Aber die sind relativ gut gemacht hier, die Krebschen, ne? Ja. Guck mal, wie unser Krebschen aussah. Wir kennen den Kollegen gar nicht, wer dort begraben ist. Ah, wir haben es schön gemacht. Ist auch eins der hässlichsten. Ist ja auch eins der famosesten Gräser. Gräber. Neben dem hier. Ich habe das jetzt ja auch für alle dahingestellt. Genau, es ist für alle. Wenn ich jetzt für jeden hier ein einziges. Hier stellt auch immer irgendjemand eine Kerze hin bei dem hier. Ja. Warte, ich muss neu zoomen. Jetzt. Also es ist wirklich weniger hier am jetzt auf dem Friedhof, war auch nicht so viel, ne? Für Mücke. Ja, hier ist weniger, genau. Es hat doch jemand einen Bannkreis hier rumgelegt. Sag ich dir. Ich weiß, was wir nicht mit haben. Die Stäbchen. Die habe ich im Rucksack. Wir haben die Stäbchen sogar mit. Ja. Wir haben an alles gedacht. Wir sind immer. Weil wir waren noch so, als würden die dort auf unseren Schränkchen liegen. Nee, die habe ich wieder eingefangen. Hat er seine Maske verloren? Wieso wird denn die jetzt? Ach, das ist bestimmt ein Licht, fehlendes Licht. Da war ein Schlädrimaus. Wo? Oh, die fliegt hier drin rum. Aber es kann jetzt sein, dass es im Fenster raus ist. Ja doch, da ist er. Gesehen? Ja. Schön. Oh, hier ist keine EVP-Wertung mehr möglich. Genau. Jetzt ist aber raus. Ja. So, gucken wir mal, ob hier heute Ton aus ist. Das ist leise, ne? Mhm. Das ist schon mal gut, dass heute haben sie mal hier abgeschalten. Ja. Okay, machen wir Kamera Standby. Ich nehme hier schon mal die Hand. Hallo. Heute sind wir mal an einem ganz anderen Tag da. Genau. Aber ihr wisst das ja, dass wir immer kommen. Genau. War ich das jetzt so? Glaube nicht. Es hat gerade der Ball Nee, das bist du nicht. Okay. Also ihr wisst, dass wir immer kommen, ne? Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ich würde jetzt fast sagen, ihr freut euch, dass wir wieder da sind. Ja. Die geht gar nicht mehr aus. Jetzt. Und wieder an. Es ist schön, dass ihr da seid.
Kannst du mal. Das geht gar nicht. Kannst du mal versuchen, den Ball vor dem Pferd? Auf der anderen Seite den Ball? Da liegt ja noch einer. Den da hier. Auf der Seite hier, da liegt auch ein Ball. Warte mal an den anderen. Hier, dass der auch so gleich nochmal blinkt. Ich hab den, der liegt ja schon eine ganze Weile da. Ja, da hat er kein Zeit einziges Mal was gemacht. Wir haben die erste Frage gestellt, das Ding geht los hier, wie verrückt. So, kannst du jetzt mal wieder aufhören, bitte? Genau. Wenn ihr was sprechen wollt, könnt ihr auch auf die Kameras sprechen. Beziehungsweise wir können auch hier wieder mit den Stäben uns unterhalten. Da wisst ihr ja auch schon, über Kreuz ist ja und auseinander ein Stück ist nein. Also wir sind jetzt... Wir sind jetzt heute mal an einem anderen Tag da, weil wir am Wochenende mal an einer anderen Location waren. Wisst ihr das, dass wir da unterwegs waren und wo wir waren? Also am Samstag war das, um genau zu sein. Genau. Da habt ihr vielleicht sogar hier gewartet auf uns am Samstag oder am Freitag? Habt auf uns gewartet. Jetzt sind wir ja da. Ihr habt ja schon schön mit dem Ball gespielt gerade. Genau. Ich habe den Ball jetzt mal ein bisschen anders hingelegt. Kannst du das nochmal probieren? Was war das? Hast nicht du das? Nee, ich war das nicht. Ich stehe ganz still. Hat jemand Ja gesagt? Ich habe bloß irgendwas gehört, ja. Ich kriege voll die Gänsehaut. Kannst du noch mal so laut Ja sagen? Ich gehe bloß noch mal zum Abchecken vor die Tür und leuchte mal ab. Das wäre super, wenn du noch mal so laut sprechen könntest. Nicht, dass hier jemand ist. Das haben wir nicht. Man muss ja alles ausschließen bei sowas. Und heute können wir auch ausschließen, dass ja, hier ist niemand. Hier irgendwas anderes noch Geräusche macht, weil, das war kurz hier los, hier im Innenhof ist normalerweise diese Erkläranlage, sage ich mal, wenn man da durchläuft, dann geht immer so Lautsprecher an. Und der lief manchmal abends schon, das haben wir ja jedes Mal gesagt, dass wir das dann nicht werden können. Heute hat mal jemand mitgedacht und hat es einfach ausgeschaltet. Und hier ist wirklich komplett Stille. Das Einzige, was man hört, sind diese Grillen. Ja. Und eben gerade, das war wie wenn jemand so ja macht. Also enorm, ne? Also ich habe es gehört, dass was war. Hier steht so. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr so mit uns spielt.
Ist das jetzt ein Flugzeug? Das ist ein Flugzeug. Voll laut? Ja, ja. Fliegt ein bisschen tief. Wisst ihr denn, was wir heute für den Tag haben? Okay. Also euch ist immer noch absolut bewusst, welcher Wochentag ist. Ob wir jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag haben. Denn, wie ist das denn? Habt ihr auch Wochentage, wo ihr im Prinzip wie einen freien Tag habt oder mehr eine Art Ausruhetag, Feiertag? Lebt ihr da noch danach? Bei uns ist der Ausruhtag oder Tag, wo wir nicht arbeiten gehen, der Sonntag. Früher war das aber ein anderer Tag. Das war der Samstag oder auch Sabbat. Ist das bei euch auch noch der Samstag? Okay. Dankeschön. So, jetzt stelle ich mal eine Frage, weil die habt ihr erst, glaube ich, nicht richtig beantwortet oder vergessen oder nicht gehört, wie auch immer. Wir waren gerade mit die Bälle abgelenkt. Ihr wisst, wo wir den letzten Samstag früh waren. Wisst ihr das? Habt ihr das gesehen? Okay, das ist eindeutig ja. Ihr wisst ja, ja ist immer Kreuz, nein ist immer auseinander, ne? War schon wieder was, ne? Jetzt ist der Lautsprecher an. Das ist aber ganz anders. Ja. Warum ist der jetzt an? Keine Ahnung. Aber so ist. Aber so ist es, hätte man gehört. Unterwegs auf einer Dienstreise. Wo waren wir am Samstag? Unterwegs auf einer Dienstreise. Das ist doch schon wieder kein Zufall. Ey, es ist zum Kotzen, ey. Dieses scheiß Ding da. Ey, wirklich wahr. Ja, aber warum geht das jetzt wieder an? Vielleicht ist es. Vielleicht ist ein Tier an dem Sensor vorbeigeflogen oder keine Ahnung, oder es ist eine Dauerschleife. Es war so lange Ruhe und jetzt, wo wir eben gerade gesagt haben, da ist was, da lief es nicht. Ja, da lief auch nichts. Ich habe doch, wo ich hier rein bin, ich habe da die ganze Zeit am Fenster gestanden, wo ich aufgebaut habe danach und habe gehört, ob hier was ist. Was ich halt einfach schon wieder geil finde, das heißt, der immer achtet auf die Zeichen. Ja. Wo waren wir da? Habt ihr das gesehen, wo wir da waren? Ja. Auf einer Dienstreise. Ihr habt recht, das war so eine Art Dienstreise. Wir also ab jetzt können wir keine richtig EVPs, also ja. Wir versuchen zu werten, weil das letzte Mal, die eine von der letzten Aufnahme, die war ja auch so laut, ja. Das konnte nicht da draußen das Ding gewesen sein. Da haben wir mal was anderes gemacht. Ja, genau, das letzte Mal haben wir euch auch gehört, stimmt. Da waren wir in der Kirche in Bronny. Da haben wir nachher auch noch ein paar Fragen. Ja. An euch. Vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen helfen, beziehungsweise ja, vielleicht nicht könnt nur ihr uns, auch sondern den anderen der genau. Kirchengemeinde. Vielleicht könnt ihr zwischenzeitlich mal jemanden holen, der dort in der Kirche wohnt, der vielleicht mit Gina, der Gina angesprochen hat, oben im Turm, wo wir runtergegangen sind. Genau. Vielleicht kann derjenige mal geholt werden. Wir hätten dann nämlich noch ein paar Fragen. Ja,
Okay, danke schön. Ich finde es jetzt schon wieder so verblüffend. Wahnsinn. Wenn ihr uns, wenn das jetzt ein Hinweis war mit der Dienstreise, war das ein Hinweis? Ja, danke. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Was sollen wir denn eurer Meinung nach, boah, nee, die Frage kann ich so nicht stellen, das geht nicht mit Ja und Nein. Müssen wir über Radio machen dann. Sollen wir was finden? Danke. Wenn wir was finden sollen, ist es, jetzt kommen mehrere, ist es was Unmaterielles? Ja. Ist es auch was Materielles? Ein bisschen zögerlich, aber das könnte ein Ja werden. Ja. Ich zitter jetzt gerade ein bisschen, deshalb geht es okay. Ein bisschen. Okay, wir stellen die Frage nochmal. Hör mal auf zu zittern. Wir stellen die letzte Frage nochmal. Sollen wir auch etwas Materielles finden? Dankeschön. Wir gehen jetzt mal aufs Materielle. Wir gehen mal jetzt aufs Materielle ein. Und zwar, ja, okay. Gut, da habt ihr das verstanden. Wir gehen jetzt aufs Materielle ein. Und zwar, ist das Materielle, was es zu finden gilt, sehr groß? Ist das Materielle, was es zu finden gilt, klein? Ist kein klares Nein, aber auch kein Ja. Nee. Okay, lass mal so stehen, danke. Ist das Materielle, was es zu finden gilt, schon sehr alt? Das war jetzt wieder deutlich. Ja. Oder ist das Materielle, was es zu finden gilt, noch nicht alt? Ich meine mit noch nicht alt, jünger als 50 Jahre. Dankeschön. Ich habe jetzt mal einfach eine Jahreszahl, damit man weiß, bei ihm ist nicht alt 100 Jahre, bei dem anderen ist alt erst ab über 1000 Jahre. Ja. Ist das, was es zu finden gilt, Eigentum der Barnimer Kirche? Oder ist es Eigentum zum Teil nur von der Kirche? Gehört das vielen Menschen? Würden sich die Menschen an dem Gegenstand oder an dem Materiellen, was es zu finden gilt, wenn das wieder auftaucht, könnten die sich daran erfreuen? Danke.
Ist es überhaupt noch möglich, den vermissten Gegenstand, das Materielle, noch zu finden? Dankeschön. Ist das noch in einem zu gebrauchenden Zustand? Oder ist es so zerstört, dass man es zwar findet, aber nicht mehr verwenden kann? Das wäre schade. Okay, danke schön. Ja. Das heißt aber nicht, dass man es nicht reparieren könnte. Musst du nochmal machen, das hast du gewackelt, das habe ich sogar gesehen. Kann man, wenn wir den Gegenstand finden sollten, oder wenn irgendjemand diesen Gegenstand finden sollte, ist der noch reparierbar? Also restaurierbar wieder? Kann man den wieder ganz machen und schön machen? Danke. Und dann könnte man den auch wieder verwenden. Autotür. Dankeschön. Usa. Du musst hier so ruhig stehen und du bist die ganze Zeit von diesem... Lass mich mal, nimm du mal die Kamera. Lass mich das mal probieren, ich möchte das auch mal probieren. Du nimmst die Kamera, du stellst die Fragen, ich halte die Dönste. Warte, ich muss erstmal die Finstern. Warte, ich versuche das mal jetzt hier auszupendeln, dass das dort ist. So. Ich muss erstmal überhaupt hier sehen. Man sieht dich gar nicht ganz. Da musst du vorne den Knopf drücken. Vorne was für ein Knopf? Guck mal. Hier ist ein Knöpfchen. Hier, hier oben. Wenn du den gedrückt hältst, aha, dann lässt du ihn wieder los. Und dann müsste ich jetzt vielleicht zu sehen sein. So, ich bereite mich jetzt nochmal vor. Okay. Du stellst Fragen. Dieser Gegenstand, der da gesucht wird, der wurde aus der Kirche rausgebracht in ein Haus, um dort repariert zu werden oder restauriert zu werden. Ist der da noch in diesem Haus? Das ist cool, ne? Musst ruhig stehen bleiben und dann geht's ab hier. Also nochmal, ich stelle die Frage. Ist der Gegenstand noch in dem Haus, wo er zuletzt war? Ey, das zieht richtig dran. Sag ich ja. Okay, im Haus nicht mehr. Im Haus nicht mehr. Ist der Gegenstand... Warte mal, ich muss mich erstmal darauf einlassen. Also vielleicht sind die... Wir stellen die Fragen dann nochmal über Gina. Ich will das bloß mal für mich testen. Ist der Gegenstand in der Nähe des Hauses, wo er war?
machen. Ich kann das nicht. Nee, ja, also ich kriege hier gerade auch die Motten, weil ich nämlich hier komplett umflogen werde. Ja, dann gib mir das Gerät hier wieder. Ich hab's mal probiert. Also das ist nicht mein. Es ist nicht meins. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause. Ja. Um die Mücken zu vertreiben hier. Dann mache ich mit den Dingern weiter, aber wir machen wieder zeitgleich das Radio an. Mhm. Einmal haben wir dann einen doppelten Vergleich. Könnt ihr nochmal den Ball? Die Seelchen können besser sprechen. Ja. Guck mal hier. Habe ich euch auch das Pferdchen wieder hingestellt. Sind denn auch wieder slawische Seelchen da? Wir kommen euch ja alle besuchen hier, ne? Genau. Also ist ja klar hier. Wir machen hier keine Unterschiede, ob du mal ein Mönch warst, ein Priester, ein Slave, ein Ritter, ein Kreuzritter. Also ne, wir machen hier keine Unterschiede, hier wird niemand irgendwie bevorzugt oder benachteiligt. Also wer was zu sagen hat, darf gerne mit uns reden. Genau. Punkt. Ja. Okay, wir machen Standby. Ich verstehe diese Bälle nicht. Oh, man sieht mich gar nicht. Warte. Ich will nur mal kurz einwerfen. Und zwar, wir machen jetzt hier gerade mal ein Päuschen. Und wir hören die ganze Zeit da nichts mehr. Es ist nichts mehr. Das komische Tonbandgerät ist, seitdem wir es da gehört haben, beim Wünschelruten machen, komplett aus. Es ist nicht mehr an, es ist weg. So, und der Hintergrund, Leute, ist, wir haben jetzt schon öfter gesagt bekommen über die Seelchen, ich habe es aber auch von anderen schon gehört, die mit Spirits und so weiter arbeiten. Man darf nicht immer nur so verbissen auf irgendwelche EVPs hören oder nur den Radio beachten oder so, sondern man soll einfach aufs Gefühl hören und auf bestimmte Sachen, die ungewöhnlich sind, und dann überlegen, was hast du gerade gedacht oder gefragt. So, und interessant ist ja an der Sache, dass ich gefragt hatte, oder Danny hat es gefragt, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir waren, was wir da gemacht haben am Wochenende. Wow. Und in dem Moment geht dieses Ding da draußen an und sagt, erzählt genau das Dings, wo rauskommt, auf einer Dienstreise. Das ist für mich dann schon wieder so ein bisschen. Das ist schon auf jeden Fall ein Hinweis und angehaucht. Ja. Ja. Okay, das jetzt mal als Zwischending. Wir machen jetzt unsere Pause fertig. So willst du sitzen bleiben, jetzt, wie du jetzt bist, ja? Ja, ein bisschen zurückgehen. Ich wollte nur Radio erst aufnehmen. Ich muss mal ein bisschen kippen in die Kamera. So, okay. Die Bälle liegen hier, sieht man die noch? Die Bälle siehst du auf der und auf der. Okay. Warte, auf der hier? Ja, ja, sieht man. Meine Hand sieht man. So, wir sehen uns da. Sony wird startklar gemacht. Ich hab auch nur noch zwei Akku. Ist egal. Wir sind heute wieder wie die Profis hier hergefahren. Ohne Vorbereitung. So, jetzt sieht man hier die Bälle und sich auch. Kamera Sony läuft. Ist gut, hat er gerade gesagt. Ja, ich habe sie wieder auf 4 gestellt. Ja, dann ist gut, hat er gesagt. Ist gut. So,
Also, als erstes hätte ich mal noch eine Frage hier für euch. Und zwar, wer hat denn die Steine da weggenommen, die wir euch geschenkt haben? War das ein Kind? Ja, ja, das könnte ja alle gewesen sein. Oder, okay. Oder ein Erwachsener. Also die haben dem Kind gefallen und das hat sie mitgenommen. Ja, ich glaube ja. Naja, einem Kind seid ihr wahrscheinlich nicht so böse, oder? Beim letzten Mal, wo wir hier waren, sind wir ja ewig lang hier hinten durch den Wald gelaufen. Wir wollten auf den Weinberg, auf den ehemaligen von euch. War das der richtige Berg, auf den wir gelaufen sind? Ist der Berg, auf den wir laufen müssten, um auf den Weinberg zu kommen, jetzt hinter uns? Könnte rauf oder so. Ja, irgendwie. Oh. Ah. Sorry, ihr Lieben, ich muss hier manchmal so ein bisschen ausrasten. Okay, dann werden wir das vielleicht irgendwann mal machen, wenn hier nicht mehr so viele Mücken sind. Jawohl. Ja, tut uns echt leid, aber die sind echt schlimm. Das hat gerade geklingt so komisch auf dem Bildschirm in der Kamera. Okay. Ja, war dir das? Okay, dankeschön. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem, Thema von dem, was wir suchen sollen. Beziehungsweise, ja, es wird ja schon lange gesucht. Und zwar wurden die Kirchenfenster... Warte. Was? Solltest du es mir sagen? Ich habe die ganze Zeit versucht. Wisst ihr... das habe ich vorhin schon mal fertig gesagt. Okay, egal. Wisst ihr denn, wo diese Kirchenfenster sind? Das waren nein. Ich bin jetzt unsicher, ob ja oder nein. Okay, ich würde sagen ja.
Ich habe heute jemanden angeschrieben wegen diesen Fenstern. Ist das die richtige Person gewesen? Wird diese Person, die Gina heute angeschrieben hat, uns da eventuell weiterhelfen können? Ja. Was ist denn mit diesen Fenstern passiert? Warum wurden diese Fenster denn nicht restauriert und wieder zurückgebracht? Wurde das einfach vergessen? Wenn das nicht einfach vergessen wurde, wurden die dann mutwillig zurückgehalten? Oder gab es einen bestimmten Grund, warum der Glasmaler die Fenster nicht direkt fertigstellen konnte? Also hat er vielleicht nicht die passenden Farben bekommen? So, irgendwann ist ja dann der Herr, der die Fenster da mal angenommen hat, gestorben. Herr oder Frau, ich bin mir jetzt nicht sicher. Waren die Fenster bis dahin immer noch in dieser Werkstatt? Aber jetzt sind die Fenster nicht mehr da. Undeutliche Frage. Ja, in der Werkstatt meinte ich. In dem Haus. Das hatten wir ja vorhin schon mal bejaht, ne? Hat die Fenster irgendjemand woanders hingestellt, um sie zu schützen? Ja. Sind die denn noch in der Nähe von dem Haus, der Werkstatt bzw. auf dem Grundstück?
Oder wurden sie zum Schutz irgendwo versteckt? Im Büro habe ich jetzt verstanden. Ja. Irgendwie so in die Richtung. Und da, wo die versteckt wurden, da hat noch keiner gesucht. Ist das richtig? Ja. Also sind die Fenster noch irgendwo da? Wenn ihr den genauen Standpunkt von diesen Fenstern wisst, dann sagt uns bitte jetzt in den nächsten Minuten mal wie die Straße heißt. Ortschaft, Straße, eventuell Hausnummer. Bitte. Was mit B? Was kommt? Okay. Na, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja. Vielleicht haben wir ja Glück, beziehungsweise ist ja nicht unser Glück, das ist ja dann wirklich für die Gemeinde. Für ganz viele Menschen, die sich da freuen. Ganz viele, dass das wieder da ist. So, dann gibt es da noch ein kleineres Teil, was dort vermisst wird. Da standen wir in der Kirche auch davor. Da haben wir uns noch kaputt gelacht. Weil an diesem Teil, wo dieses kleine Dings dran war, saß mal ein Hund. Wisst ihr, was das für ein Hund war? Könnt ihr das bitte mal übers Radio sagen? Ja, macht ihr das jetzt mal bitte? Mops. Mops, Alter, ich dreh durch. Dankeschön. Danke. Gut, also, ihr wisst auf jeden Fall, was wir meinen. Auf diesen tollen Grabstein war das, ne? Ja, so ein Grabdenkmal. Grabdenkmal vom Förster. Ganz oben ist eine leere Fläche. Da gehört ja noch was dran. Und dieses Teil ist auch verschollen. Habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden. Wo könnte man danach denn suchen?
Steine? Befindet sich das noch irgendwo in oder an der Kirche? Ja, kam aus dem Radio direkt. On the way, an dem Weg. An welchem Weg? Also, okay, wir versuchen mal einzugrenzen. Befindet sich das noch auf dem Grundstück der Kirche? Wurde es auf dem Grundstück der Kirche versteckt? Da kam, glaube ich, ein leises Nee. Also nicht versteckt. Okay. Was ist? Tschüss. Was? Tschüss. Was? Ganz, ganz deutlich. Tschüss. Ja, warum? Tschüss. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat jemand keine Zeit mehr oder so. Okay. Mach's gut. Komm gut nach Hause. Wurde dieses Teil vielleicht bei dem Bau der jetzigen Kirche irgendwie da aus Versehen verschüttet? Deshalb liegt es jetzt wahrscheinlich auch irgendwo an irgendeinem Weg oder unter einem Weg. Echt schwierig. Na gut, das hat er genau gesagt, dass es einfach wird. Wäre das denn einfach zu finden? Muss man denn graben, um das zu finden? Wenn man weiß, wo es ist, ist es einfach zu finden, ja. Muss man irgendwo reingehen, um es zu finden? Ja, also gehe ich recht der Annahme, dass sich das besagte Teil doch in der Kirche befindet, in dem Bauwerk Kirche. Kam auch ein Jahr, gleich ist es aus dem Radio. Liegt es irgendwo im Keller? Da habe ich jetzt verstanden, liegt es nicht. Steht es irgendwo im Keller? Ja. Es liegt nicht, es steht. Es war ja auch ziemlich groß, das ist ja 20 cm. Ja. Also man kann es ja irgendwo hinstellen, an die Wand und irgendeinen Stein davor, dass es keiner sieht. Wäre ja eine Art Verstecken. Ja, im Keller waren wir nicht. Im Keller waren wir nicht, ne? Ja. Sagt uns doch bitte mal im Keller eine markante Stelle, in deren Nähe es steht.
Steht's denn im Keller unterm Altar? Oder steht es eher unter dem Kirchenschiff irgendwo? Ich habe nicht verstanden, würde ich sagen. Irgendwie so. Okay, ihr Lieben. Dankeschön. Ja, wir machen noch mal eine Pause. Genau, wir machen kurz zur Juckpause. Ja, genau. Wir haben die Ruhe in die Seite reingerammelt. Dann machen wir noch mal kurz an. Dann können wir noch ein bisschen was anderes sprechen, wenn ihr möchtet. Ja? Bis gleich. Mehr. Sehen tue ich noch was, so Silber aus. Also entweder ist das wirklich verdammt hartes Hobby oder wir werden einfach alt. Oh ja, wir werden alt. Das ist halt so, wenn man 23,5 ist und schwarz aus. Jetzt läuft schwarz. Gut, dass man mal geguckt hat. Ja. Da gucke ich zweimal drauf. So. Silber läuft. Ihr Lieben, vorhin, wie wir hier noch leise waren und hatten eine Frage gestellt, ging plötzlich da draußen einmal dieses Sprechdings an. Durch wen oder was wurde das denn ausgelöst? Habe ich nicht verstanden. Ich habe irgendwas mit Rauch verstanden. Rauch? Sollte das eine Antwort für uns sein? Noch ein bisschen vorher habe ich gehört, dass jemand Ja gesagt hat. Stand derjenige hinter Benny? Dankeschön. Ja.
Ja. Hat gerade jemand meinen Namen gesagt? Und Sandy übt noch, habt ihr gehört? Was? Irgendwas mit ihm weiter oder so? Ihr Lieben, sorry, dass wir euch wieder mal nicht richtig gut verstehen. Aber zu Hause dann. In der Kirche, wo wir am Samstag waren, hat jemand meinen Namen gesagt, wie wir die Treppen runtergelaufen sind. Wollte da jemand was sagen? Jemand ein Jahr machen hier mit den Stühlen. Leichter. Dein Kopf ist gerade total leer. Dein Kopf? Ja. Hm. Wir haben auch in der Kirche andere von euch gehört. Also nicht nur auf der Treppe. Wenn wir da nochmal hinkommen? Also in diese Kirche. Fangen. Boni. Ihr Lieben, wird denn im August für uns noch was Besonderes passieren? Eigentlich habe ich jetzt gehört. Was für ein Ereignis?
Was? Du sagst ja. Du sagst ja. Richtig. Ja, das ist gemacht. Hä? Ja, das ist gemacht. Das hat auch gewitzt. Ja. Das ist noch gut. Nee, weil ich noch August verletzt dann. Nächsten Monat. Ja. Ja. Wann ist es denn besser, wenn wir hier euch besuchen? Freitag? Oder Samstag? Oder ist euch das egal? Mach mal aus, ihr Lieben. Dankeschön. Dankeschön. Erzählt ihr uns jetzt gerade was? Habe ich jetzt verstanden. Ja. Okay, jetzt machen wir das auch. Warte mal. Okay, wir machen jetzt auf. Danke. Keine Ahnung, das waren nochmal ganz viele Hinweise, glaube ich. Ich dachte, ich mache aus und dann geht's los. Aber richtig. Zukunft, alles Bombe, Gesundheit habe ich verstanden, ja. Was mit Dunkelheit habe ich verstanden, war einiges dabei. Muss man Tatsache zu Hause auseinandernehmen. Also wir hören uns das zu Hause auf jeden Fall an. Ja. No? Und ich würde sagen, wir packen euch auch dann wieder langsam ein. Das war mein Bauch. Ist das schön hier oder ist das schön hier? Ist auf jeden Fall schön hier. Sind die Würfel dabei? Ja. Würfel haben wir bei, ja. Willst du noch mal würfeln? Ach, geh doch mal so. Hm. Okay. Auf einem, hier auf dem Dings hier, oder? Kann ich machen. Ja, nicht, dass die runterrollen. Ja, nee, dann machen wir den Ring. Ja, ne. Das Aufnahmegerät lasse ich da liegen. Also, Sound. So, schaut mal.
Vielen Dank, dass ihr so schön mit uns gesprochen habt schon. Ich habe auch die Würfel wieder bei. Ja, wir haben Flugzeug oder die Eisenbahn. Mhm. War das vorhin, der hinter Danny stand, ein Mönch? Nein. Ich jetzt ja, sagen, ne? Ganz viele Ns, ganz viele Neins. Nein, nein, nein geht. Das war kein Mensch. Kein Mönch. Mönch, meine ich ja. Mönch. Ja, Mensch war es auch nicht. Brille. Grille. Brille, Grille. Das Viereck nochmal für die Zuschauer ist ein Joker, da kann jeder Buchstabe genommen werden. Riese. Hm? Nee, Riese geht nicht. Doch. Riese geht. Riese? Mhm. Ja, geht ja sogar ohne Joker. Ja, ja. Ja gut, können wir daheim auch nochmal ja, drauf warte, gucken. Ja, warte, ich will nochmal. Nee, okay. Magen wieder mal. Boah, ist ja schlimm heute. Jetzt war jetzt die letzten Male Ruhe, ne? Ja. Heute ja. Ist wieder komisch. Zu wenig gegessen. Zu wenig. Ja. Die Geräusche sind cool hier, ne? Mhm. Aber echt. Ach genau, bevor ich es vergesse, das wollten wir euch schon länger mal sagen. Ihr dürft uns natürlich auch zu Hause besuchen, wenn ihr wollt. Ja. Wir besuchen euch ja immer hier, aber wenn ihr möchtet und uns was Dringendes mitteilen wollt oder uns irgendwie auf was bringen wollt, dann dürft ihr uns auch gerne zu Hause besuchen. Ihr seid immer willkommen bei uns. Dieses Ding, was da vorhin draußen angegangen ist, was hat das denn ausgelöst? Eine Kuh. Sehe ich direkt Kuh. Hund. Eisenbahn. Nee, die läuft nicht. Es läuft irgendein Tier hier rein. Ja. Okay. Können wir daheim gucken? Können wir ne? Zu Hause gucken, ja. Dann blenden wir wieder ein, was wir gesehen haben. Ihr könnt dann wieder gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch entdeckt habt. Das, was ich eben gerade gehört habe, dieses Laufen, war das ein Tier? Ein Haufen Is diesmal? Nein. Also nein geht nein. Auf jeden Fall. Nein, okay. Nein, Kind. Ein Kind? Hey, war aber niemand zu sehen. Oh, reicht nicht. Naja, die Seelchen sehen wir ja auch nicht. Ihr Lieben, also war das jemand von euch?
den ich jetzt gerade laufen habe, hören? Finn habe ich auch gelesen, ja. Musik. Das war keine Musik, Leute. Ob die jetzt schon mal ankommen können, ist das Licht hier vorne. Ja. Aber ich kann ja noch mal anders fragen. Probiert mal bitte mit Ja oder Nein zu antworten. War das jemand von euch, den ich habe hören, den ich laufen gehört habe? Richtig. Nee. Würde gehen jetzt mal so. Herr? Herrin, keine Ahnung. Okay. Ja, kann man zu Hause gucken. Ja. Dann nochmal. Dann kann man das also völlig viel am Platz hin. Dein schöner Rücken kann auch entzücken. Ja, das ist schön. Du noch was fragen? Werden die Glasscherben wieder gefunden werden? Was ist denn das? Ja, mach nochmal, da hast du ja gerade richtig gemacht. Ja. Fünf Kreuzler. Frisch hinwerfen. Genau. Ein einziges, ne, zwei E's. Kein Nein, kein Ja. Ja. Ende. Ende. Erde. Ende, Erde, ja. Na toll, ist ja kein Nein. Ja. Okay. Auch kein Yes oder so. Wo man nee, gar nichts, ne? Ist gar nichts irgendwie dabei. Okay, lassen wir uns überraschen. Brauchen wir, kann es sein, dass wir dafür wieder Geduld brauchen? Ja. Okay, na, die werden wir wohl aufbringen müssen. Das geht ja gar nicht anders. Ja. Das kennen wir ja. Das kennen wir. Gut, den brauchen wir ja. Im Warten sind wir ja spitze. Dauer. Dauer. Ja. Geht. Sauer natürlich dementsprechend auch. Okay. Würde ich sagen, machen wir. Gut, ihr Lieben. Dann Schicht für heute. Haben wir es für heute? Schön, dass ihr wieder so schön mit uns kommuniziert habt hier. Wie gesagt, ihr könnt uns auch besuchen und wir kommen auf jeden Fall wieder zu euch. Vielleicht die Woche sogar nochmal. Mal gucken. Ja. Alles klar. Dankeschön.